Alle einsteigen, meine Damen und Herren, so günstig wird es nie wieder wie jetzt. Der Bullenmarkt hat begonnen, die Zinsen werden auf Null fallen. Es ist die beste aller Welten, es ist Goldilocks. Wir kriegen keine Rezession und dennoch gehen die Zinsen nach unten. Alles super, wer will, wer hat noch nicht. Es ist die super Gelegenheit, bevor die Rakete nach oben schießt. Oder? Das so ein bisschen ist die Stimmung an der Wall Street. Wir sehen hier eine extreme Gier. Ich hatte das heute am Morgen schon in meinem Videoausblick thematisiert. Wir sehen massive Volumina bei Optionen, vor allem bei ganz kurz laufenden Optionen an der Wall Street. Und diese Optionen werden immer wichtiger, weil da die Market Maker dann mit agieren, dadurch eine Dynamik in die Märkte gebracht haben. Wir haben einen Short Squeeze gesehen, wir haben eine bullische Stimmung jetzt. Im Fear and Greed Index sind wir wieder im Gear-Bereich. Man ist der Auffassung, naja, die Fed, die muss blaffen, die hat nicht mehr viel Luft nach oben bei den Zinsen und sie kann und wird die Zinsen nicht so, wie sie es sagte, 2023 senken. Also ist auch jetzt die super Gelegenheit, hier einzusteigen, put, 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 alle reinkommen. Und jetzt sind alle drin, das will ich in diesem Video zeigen. Und jetzt wäre eine nicht unschöne Gelegenheit für die Dickfische, die kleinen Fische zu fressen. Man hat praktisch jetzt seitens der starken Hände die Aktien abgegeben und würde gerne ein bisschen tiefer wieder kaufen. Jetzt sind aber diejenigen ziemlich hoch eingestiegen, die gesagt haben, wow, der neue Bullenmarkt ist dabei. Wir sehen aber jetzt, dass der durchschnittliche Käufer in den USA im Plus ist mit seinen Positionen. So war das zumindest jetzt vor dem Wochenende. Aber es gibt dann diese Heretiker, diese ewigen Mahner, diese Miesepeter, kann man sagen, wie Michael Wilson von Morgan Stanley, der sagt, nein, also wir wollen diese Rallye nicht kaufen. Die Märkte kämpfen gegen die Fed, aber es gibt doch dieses Sprichwort, don't fight the Fed. Der Anstieg, so sagt Wilson und Konsorten, sei ein Short Squeeze wesentlich und eben auch auf die Gier der Leute zurückzuführen, die sagen, naja, da muss ich doch mitmachen und viele Vermögensverwalter müssen mitmachen, weil sie sonst diese Rallye eben verpassen. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass die Financial Conditions immer laxer werden, das heißt, die Kreditkosten sind gefallen faktisch. Wir sehen das bei den Hypothekenzinsen in den USA. Die Leute konsumieren mehr, weil eben ihre Aktien mehr wert geworden sind. Das ist eine feine Geschichte. Und jetzt sagen manche, naja, die Fed muss jetzt richtig einen raushauen am Mittwoch, damit sie diese Euphorie, wie sie zuletzt im August der Fall war, wieder einfangen kann. Damals ja Paul mit dieser Jackson Hole-Rede, die dann zu kleiner Ernüchterung geführt hat. Und wir sehen so ein ähnliches Verhalten wie 2021, als wir viele Aktien Limit abgehandelt hatten. Also dass die so 20, 30, 40% aus dem Nichts gestiegen waren. Wir sehen eine Atmosphäre, die so tut, als würden wir noch in einer Nullzinssituation sein, als würde es Liquidität im Überfluss geben. Dem ist aber nicht so, denn die Zentralbanken werden in dieser Woche die Zinsen auf Niveaus anheben, wie wir sie seit der Finanzkrise nicht mehr gesehen haben. Und Stan Druckenmiller, der legendäre Investor, sagt, ja, also sobald die Inflation mal über 5% gekommen ist, muss die Fed die Zinsen über die Inflation anheben. Das würde bedeuten, dass die Zinsen noch ein bisschen steigen. Klar dürfte die Headline-Inflation nach unten kommen, aber die Kerninflation, die dürfte eben nachhaltiger sein. Und das ist das, was die Fed derzeit auf dem Schirm hat. Aber insgesamt sehen wir jetzt eben Short Squeeze ohne Ende. Da hat es viele ziemlich kalt erwischt. Wir haben den größten Short Squeeze jetzt seit August. Wir haben ja diesen Goldman Sachs Most Shorted Stocks Basket, 12,4% in den letzten 30 Tagen. Und ja, das hat wehgetan. Da sind manche zu pessimistisch gewesen, zu früh zu pessimistisch gewesen. Und die müssten oder mussten jetzt eindecken. Aber das scheint weitgehend jetzt abgefrühstückt zu sein. Wir sehen, dass der Gamma Squeeze offenkundig jetzt abgefrühstückt ist. Was ist ein Gamma Squeeze? Hat mit Optionen zu tun, hat mit Market Makern zu tun. Erinnern wir uns zum Beispiel an den kometenhaften Anstieg der Tesla-Aktie. Da ist es dann so, dass letztendlich die Aktie steigt aufgrund von Nachrichten oder
weil Elon Musk einen rausgehauen hat, ich spreche jetzt vom Jahr 2021, dann steigt der Kurs. Jetzt sind viele, die meisten Investoren, die Optionen gekauft haben, sind auf der Long-Seite unterwegs, haben also Calls gekauft. Jetzt muss der Market Maker, der faktisch ja gegen die Leute wettet, sein Risiko absichern, muss dann die Aktie, in dem Fall die Tesla-Aktie, selber kaufen. Dementsprechend sieht man dann solche Bewegungen, wie wir sie in den letzten Tagen, ja Wochen gesehen haben. Aber das ist jetzt weitgehend abgefrühstückt. Sehr viel Short-Potenzial ist nicht mehr da und es sind alle an Bord. Wir sehen hier die amerikanischen Vermögensverwalter. Stärker investiert als auf dem Hochpunkt der August-Rallye. Stärker investiert waren sie nur im März 2022, also seit fast einem Jahr der höchste Wert jetzt. Und die kümmern sich nicht um Fundamentals, die sind nur orientiert an der Preisentwicklung. Ist natürlich auch eine Geschichte mit Algorithmen, die reagieren auf bestimmte Niveaus und dann wird automatisch gekauft oder eben automatisch verkauft. Aber wir haben einen hohen Investitionsgrad und wir haben gleichzeitig die Financial Conditions, die laxer sind, deutlich laxer sind jetzt als im August, als Jerome Powell sich gezwungen sah, diese Rede umzuschreiben und den Märkten richtig einen auf den Deckel zu geben. Und eines, meine Damen und Herren, sollte uns zu denken geben, Jim Cramer hat gesagt, nach der Fed-Sitzung könnte die Bullenparty weitergehen. Darüber sollten wir mal ganz ernsthaft nachdenken. Faktisch sehen wir aber eine Distribution, Accumulation and Distribution. Das heißt, wir sehen, dass die Dinge in die schwachen Hände gewandert sind. Und wir sehen jetzt, dass dieser Index praktisch auf Extremen ist. Es ist so, dass jetzt praktisch ein optimales Umfeld gegeben ist für eine Bewegung nach unten. Klar, es kann alles anders kommen. Wer weiß, was die Fed sagt? Wer weiß, wie die Zahlen von Apple, Google und was haben wir noch? Amazon ausfallen am Mittwoch, ja Meta. Also da ist viel am Start. Und einer der Gründe, warum die Märkte so optimistisch sind, ist, dass sie sagen, naja, die Inflation geht doch nach unten. Heute haben wir dann Zahlen aus Spanien bekommen in Sachen Inflation. Und normalerweise sagen sich die Märkte, ja gut, Spanien, Spanien, Spanien. Aber das heute, das hat richtig reingeknallt. Wir haben gesehen, dass weltweit nach diesen Zahlen aus Spanien die Renditen gestiegen sind. Denn die Inflation war 5,8%. Erwartet war eigentlich nur 4,8%. Und das bringt die EZB jetzt in eine schwierige Situation. Damit hatte keiner gerechnet, dass plötzlich diese Inflation wieder nach oben schiebt, geht. Und vor allem sehen wir bei dieser Kerninflation, dass die weiterhin nach oben geht. Und das ist das, was den Notenbanken wirklich dieses Kopfzerbrechen bereitet. Schön, wenn wir die Headline-CPI nach unten gehen sehen, aber die Kerninflation tut das nicht. Wir haben jetzt den vierten Anstieg in Folge etwa in Spanien bei der Kerninflation. Man darf auch nicht vergessen, dass die Spanier frühzeitig praktisch Interventionen gemacht haben. Sie haben den Energiemarkt, haben dort interveniert und früher oder später fällt dir das wieder auf die Füße. Wenn du letztendlich Märkte nicht Märkte sein lässt, dann hast du denselben Effekt, nur später und vielleicht krasser. Aber wichtiger noch scheint mir, dass eben jetzt hier eine Änderung der Inflationsberechnung der Fall ist. Und wir haben mit Spanien das erste Land jetzt gesehen, das seine Zahlen vorgelegt hat, aufgrund eines geänderten Warenkorbes. Inflation ist ja immer eine Definitionsfrage. Was wird wie gewichtet? In Spanien zum Beispiel sind die Benzinpreise deutlich gestiegen und Benzinpreise wurden vorher schon stärker gewichtet. Das hat dann also reingeknallt und zu dieser Überraschung geführt. Auch die Amerikaners werden jetzt bei den nächsten Daten eine veränderte Inflationsberechnung haben. Deswegen werden diese Daten, die da aus den USA dann kommen, ein extremes Risiko für alle Beteiligten, denn man weiß nicht, wie sich das Ganze dann wirklich auswirken wird. Und für die Fed ist vor allem aber interessant, nicht das Gedöns, das Headline-CPI-Gedöns, also die offizielle Zahl, sondern vor allem die Kernrate der Core-PCE, also Personal Consumption Expenditure und dort die Kernrate, also ohne Nahrung und Energie und vor allem der Dienstleistungsbereich ohne den Haussektor. Und da sehen wir, dass das noch sehr, sehr weit über der Zielvorstellung der Fed sich befindet. Was würden Sie jetzt tun an Jerome Powells Stelle, wenn Sie sehen, die Financial Conditions machen Ihre Zinsanhebungen praktisch zunichte? Würden Sie dann sagen, ja super, liebe Märkte, finde ich ganz toll, dass ihr weiter nach oben geht, wieder die Nachfrage nach oben bringt, damit die Inflation
hartnäckiger macht, deswegen habe ich ja die Zinsen angehoben. Unwahrscheinlich, also dürfte Jerome Powell nicht gerade amused sein. Wir werden das am Mittwoch sehen, aber das ist die eigentliche Überlegung. Und hier sehen wir mal, dass diese Rallye ja vor allem auf wenigen Dickschiffen basiert. Das ist auch so wie im Jahr 2021. Da waren es die Apples, die großen Dickfische, die die Märkte nach oben gezogen haben. Wir sehen hier etwa die Anzahl der Aktien, die 12-Wochen-Hochs machen. Ist eher bescheiden, das ist nicht so wirklich viel, sondern es sind die Dickfische und die berichten eben in dieser Woche. Eine Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen, Amazon 1 Billion, Google 1,3 Billionen, also da ist richtig was gebacken und dass es heute runtergeht, liegt eben an den Dickfischen. Wir sehen eine Microsoft im Minus, eine Apple im Minus, eine Google über 2% im Minus, eine Amazon im Minus, eine Tesla im Minus, also die Dickfische sind es, die heute vor allem Druck auf die ganze Geschichte geben. Und hier nochmal zu dieser Marktbreite. Hier sehen wir die Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Und das ist eine negative Divergenz. Wir haben also permanent weiter gestiegene Kurse, aber wir sehen, dass nicht mehr Aktien jetzt über ihren 50-Tages-Durchschnitt gekommen sind. Also die Marktbreite ist nicht so richtig optimal, aber all das natürlich jetzt vor den Zahlen Theorie und Spekulation. Wir werden jetzt 35% des S&P 500 mit Earnings sehen. Also das ist die Monsterwoche schlechthin. Dazu Fed, dazu EZB, Bank of England, wichtige Konjunkturdaten in den USA, die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Wir bekommen den Einkaufsmanager-Index ISM, Gewerbe, auch sehr, sehr wichtig. Da hängt viel, viel dran und haben heute den Dallas Fed Factory Activity gesehen und Dallas Fed Manufacturing Index, und hier sehen wir, das ist doch schon ziemlich rezessionsartig. 9 Monate in Folge ist der im Minus und Recession is on its way, so ein Mitglied, der hier befragt wurde und gesagt hat, also für uns ist die Sache relativ klar, es läuft auf eine Rezession zu. Das aber bei den, ist an den Aktienmärkten nicht so wirklich eingepreist. Hier geht man ja davon aus, wir werden ein Soft Landing schon irgendwie sehen und die Fed wird dennoch die Zinsen senken. Soft Landing, das war auch die Hoffnung für Deutschland, hat nicht Roberto Habeco gesagt kürzlich, ah, wir werden keine Rezession sehen, und jetzt sind wir doch im Minus. Minus 0,2%. Im vierten Quartal geht es nach unten. Warum? Weil der Konsument nicht mehr so richtig will, und das wird auch in den USA der Fall sein. Die Konsumenten werden das nicht mehr mitgehen können. Das bedeutet für die Firmen, sie werden nicht mehr die Margen erzielen können, nicht mehr die Umsätze erzielen können. Das wiederum ist in den Märkten überhaupt nicht eingepreist, sondern da ist eigentlich eine sehr rosige Zukunft eingepreist, die aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich ist. Was in Deutschland passiert, ist in den USA umso stärker der Fall, weil die Leute bis zur Oberkante Unterlippe Schulden gehebelt sind, und irgendwann ist Schluss. Und auch hier in Deutschland dürfte die Rezession weiter steigen. 9,2% dürfte die betragen nach Prognosen im Januar. Das ist mehr als im Vormonat. Wir sehen also, dass die Geschichte wieder hier nach oben geht, und dieses Gerede von die Inflation ist jetzt endgültig vorbei, die wird sich als ein bisschen trügerisch erweisen. Klar, wir werden Schwankungen sehen, wir haben manche Dinge wie Energiepreise, die deutlich gefallen sind, das ist keine Frage, allerdings kommt das bei den Konsumenten nicht so richtig an, auch bei vielen Firmen kommt es nicht so richtig an. Und jetzt hat man überraschenderweise heute mitgeteilt vom Statistischen Bundesamt, dass die für morgen geplanten Inflationsdaten verschoben werden müssen wegen technischer Probleme auf nächste Woche. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und da kommt dann der Marcello Fraccherino um die Ecke und sagt, interessante Tatsache, die Inflation lag durchschnittlich zwischen 2012 und 2022 bei 2%. Die Definition der Preisstabilität, Subtext, die EZB hat alles richtig gemacht. Das Problem sind die Schwankungen nach oben wie nach unten, die vor allem mit Menschen mit wenig Einkommen, bla bla bla, das typische Marcello Fratscher Geschwätz. Aber da ist also hier von einer Schwankung die Rede. Das heißt, Fratscher sieht nicht, dass das Ganze ein bisschen strukturell ist, jetzt was mit der Inflation passiert. Uiuiuiui, das wird noch richtig interessant. Und klar, diese Woche wird interessant mit der Fed, mit diesen ganzen Monsterereignissen. Morgan Stanley, Mike Wilson, warum man diese Rallye nicht kaufen sollte, hier nochmal eine Artikelempfehlung dazu. Und bei der EZB geht es auch ziemlich zu. Da gibt es einen Kampf zwischen denjenigen,
denjenigen, die schärfer agieren wollen und denjenigen, die weniger scharf agieren wollen in Sachen Inflation. Auch das eine Empfehlung, die sich lohnt, meine Damen und Herren. Zwei Empfehlungen. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.